Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen bei einer neuen Folge von Hunter und Kron. Heute mit Konzept von Alain Rivollet, Gaëtan Bejanot. Erschienen bei Repos Production, die ja schon mit Rampage ordentlich Randale gemacht haben. Auch eine Neuheit auf das Spiel 2013 vorgestellt. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin in meinem Spielewahn wirklich leider dran vorbeigelaufen. Und erst Michael Schmidt in der Spielwiese in Berlin hat mich zum Glück darauf aufmerksam gemacht, was das doch für ein Knaller ist. Konzept ist ein Ratespiel, bei dem derjenige, der die Begriffe erklärt, allerdings überhaupt nicht spricht. Kein einziges Wort, sondern er kommuniziert mit seinen Mitspielern über Symbole. Es gibt hier einen Spielplan, ein Herzstück des Spiels mit über 100 verschiedenen Piktogrammen, Symbole. Es fängt hier an bei einfachen Sachen wie Mann, Frau, Familie, Beruf, Freizeit, Tier, Pflanze und so weiter. Langsam, schnell, jung, alt, heiß, kalt, rund, eckig, farbig. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und wie es bei Ratspielen so üblich ist, gibt es hier so Karten mit Begriffen, die irgendwie erraten werden sollen. Auf jeder Karte sind hier 9 Begriffe drauf. Oben sind 3 einfache, dann 3 mittelschwere und 3 schwere. Die einfachen, ja, sind sowas wie hier Stethoskop, Teppich, Tarzan, dann wird es schon schwerer, Silikon, Snowboard, Glocke und dann schwer, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ich muss natürlich erstmal die Hauptkategorie, tue ich immer mit diesem grünen Fragezeichen hier, definieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel einen Mann beschreiben soll, dann könnte ich den hier oben hinstellen, das wäre ein Mann. Der scheinbar Künstler ist und sich sein Ohr abgeschnitten hat. Van Gogh. Film, Computer, Auge, Rot. 2001 im Weltraum. Eine Redewendung mit einem Tier, das im Wasser lebt. Mund, Reden, Sprechen. Das Gegenteil, invers von Reden, Sprechen. Ratter, ratter, ratter. Stumm wie ein Fisch. Wem die Karten nicht reichen, denkt sich einfach Begriffe selber aus. Familie, Feuer, Stein. Am Anfang ist man vielleicht so ein bisschen irritiert, was die einzelnen Sachen bedeuten. Da gibt es eben so eine ganz gute Zusammenfassung, wo das alles draufsteht und wo auch klar wird, dass eben bestimmte Piktogramme man auch unterschiedlich deuten kann. Pfeil zurück und Zeit ist ganz in der Vergangenheit. Na, darauf muss man erstmal ein bisschen kommen. Es gibt, wie gesagt, dieses grüne Fragezeichen, mit dem ich die Hauptkategorie definiere. Aber ich kann mit bis zu 4 farbigen Ausrufezeichen jetzt noch Unterkategorien definieren und die dann auch wieder mit farbigen Doppeln markieren. Eine Sendung über viele Spiele mit 2 Typen, wovon der eine total nett ist und der andere immer wahnsinnig lange braucht beim Überlegen. Konzept ist ein einfaches und geniales Spiel, weil man kann alles auslegen. Es ist eine ganz neue Art von Spiel, weil auch die Punkteverteilung, das Gewinnen, Verlieren, das spielt irgendwie bei Konzept überhaupt keine Rolle. Man weiß eigentlich gar nicht, was mehr Spaß macht, das Auslegen oder das Raten. Man kann es wirklich in jeder Besetzung spielen, in jeder Runde, in jeder Gruppe, mit klein, groß, mit Oma, Opa, kleinen Kindern, mit Leuten, die sonst wirklich gar keine Spiele mögen, die mögen Konzept. Von mir gibt es da beide Daumen hoch, das muss man sich anschauen, das ist einfach absolut cool. Ich habe 2 Wochen eigentlich jetzt nichts anderes mehr gemacht und brauche schon bald neue Karten. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist eigentlich schon fast kein Spiel mehr. Es ist irgendwie nur eine richtig saucoole Beschäftigung. Genau, man kann sozusagen von nun an und für alle Ewigkeit aufhören mit dem Sprechen und sich nur noch über die Piktogramme in Konzept unterhalten. Ein brillantes Konzept, wirklich genial. Schaut es euch an, wirklich unbedingt. Es ist ja einfach cool. Ja, das war's für Konzept. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Und tschüss.